aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Den Berichten zufolge wurde die Evakuierung durch die Cat gestört. Streben on Air. Okay. Videos zur Inspiration. Pathfinder. Zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Aha. Und was steht drin? Lauft. Koloss gesichtet! Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Tempest, wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder! Wow, nicht so schnell! Negativ, Harper. Wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähern sich ihrer Position. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße. Machen wir mal alles kaputt hier. Koloss! Was ist denn ein Koloss? Das ist ein Koloss. Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig. Hallo! Ich bin leicht schockiert. Aber nur leicht. Einer weniger. Hat der überhaupt eine Schwachstelle oder was? Das fühlt sich nämlich überhaupt nicht so an. Okay, da unten ist noch einer. Das ist dein Problem, hör auf damit. Tschüss! Was tut denn er? Kranker Junge! Wo kommt der denn schon wieder her? Dieses Ding ist da draußen. Genau wie die Cat. Solange wir sie nicht ausgeschaltet haben, sitzen wir hier fest. So, den haben wir doch gleich. Das Riesenvieh ist erledigt. Wir haben es geschafft. Vergessen Sie da nicht etwas? Cat zum Beispiel? Wer sind Cat? Ich hätte ihn scannen sollen. Ein wenig. Warte mal, stellen wir dich erstmal wieder auf. Warum liegst du hier, hä? Wer hat dir das denn erlaubt? So. Hier drüben sind noch ein paar. Hier liegt noch einer, alles klar. Ach, die Nase juckt. Wo ist der jetzt? So. Wir haben es geschafft. Natürlich. Bei gescheitert ist. Egal wie beständig sie sein sollte. Ach, wir hätten halt nur ein bisschen mehr mit dem spielen sollen. Den Überlebenden zur Folge haben die Cat von allen Seiten angegriffen. Es war ein Massaker. Okay, dann haben wir das.
Das haben wir jetzt geöffnet. Kommen wir hier doch auch ran, oder? Guck mal. Teile für das Projekt von Anlage 2. Check. Sehr gut. Hier haben wir Munition, die nehmen wir mit. Ist hier sonst noch was? Die Tür kriegen wir nicht auf, ne? Nee. Aber das hier kriegen wir jetzt auf. Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas gebaut, aber es fehlen Teile. Ja. Das muss das Projekt sein, das Sie in Anlage 1 geborgen haben. Eine Methode, die Cat zu bekämpfen. Entweder das. Alle Komponenten in Anlage 2 hatten Sicherheitsmarkierungen. Ermittle mögliche NAV-Punkte. Müsste es dann hier nicht mehr Tote geben? Nicht, dass ich mich beschweren will. Für ein Massaker sind hier wirklich nicht genügend Leichen. Was, wenn sie weggebracht wurden? Wir wissen, dass sich die Nexus nicht die Mühe gemacht hat, sie abzuholen. Sie denken doch nicht, es könnten die Cat gewesen sein. Wollen Sie, dass ich Albträume kriege? Ich bitte darum. Gucken wir erstmal hier rein. Was haben wir denn hier Schönes? Pathfinder. Ich habe genügend sensorische Daten, um ein Bild aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Vielleicht können wir die Kette ja zurückdrängen. Mit welcher Armee denn? Wissen Sie überhaupt, wie man eine Pistole entsichert? Ich versuche nur unsere Optionen. Oh, Entschuldigung. Lesen wir das schnell. Wer Geschenk bekommen? Geburtstagsparty. Okay. Remitus, Edison. Momentan nicht möglich, alles klar. Hey Jungspund, Gold, pass auf dich auf. Okay. Oh nein. Evakuieren oder sterben. Mehr Optionen haben wir nicht. Die Initiative ist keine militärische Organisation. Sie waren hierauf nicht vorbereitet. Ja, das ist schlecht vorbereitet, würde ich sagen. Gut, jetzt haben wir das. Ich war da und da war ich, glaube ich, auch schon dran. Hier unten könnten wir eventuell noch rein. Da liegt eine Leiche. Ilar, Tysa. Ich habe die Unterlagen aktualisiert, Pathfinder. Danke dir. Okay, da drüben haben wir noch... Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Ja, ich will erstmal Flur haben, Junge. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Ist hier irgendwas Besonderes? Sieht nicht danach aus. Ich denke, wir haben hier... Das hier oder ein langsamer Tod wie in Versprechen. Schluss mit den düsteren Gedanken, Liam. Ich glaube, wir haben hier jetzt alles tatsächlich erkundet und erforscht. Da oben waren wir schon drin. Hier unten haben wir auch schon alles, meines Wissens nach. Gehen wir hier nochmal schnell hoch. Vielleicht finden wir ja noch was. Wenn wir hier nochmal... Guck doch mal hier. Ein Multifrequenzsystem. Ja. Gut, wo ist das Auto? Da drüben ist das Auto. Gehen wir schnell dahin, suchen die letzte Komponente zusammen, oder? Ist das hier? Doch. Und da wir dann eh auf dem Weg sind, können wir danach hierher zurück. Oder? Oder? Ich würde sagen, ja. Es überrascht mich, dass die Nexus auf Eos weiterhin einen Außenposten errichten will. Sie kennen doch das Sprichwort, aller guten Dinge sind drei. Diesmal werden wir es hinkriegen. Okay, Autofahren will er. Das Auto ist kein Boot. Der dicke Mann drückt sich überall durch. So. Ist das hier dem, wofür Sie sich gemeldet haben? Es ist das, was wir haben. Ich hatte auf eine andere Antwort gehofft. Helfen Sie einfach, Ryder, und ja, machen hilf Sie mal. Weiter. Arsch. Mehr können wir nicht tun. So. Reliktstätte. Möglicherweise. Dort vorne ist ein Shuttle der Initiative.
Es sieht ziemlich mitgenommen aus. Das sollten wir uns mal ansehen. Wenn auch nur, um sicherzustellen, dass die Kette es nicht trägt. Komponente. Alle Komponenten von Anlage 2 liegen jetzt vor. Dann gehen wir jetzt zur Forschungsstation von Anlage 2 und finden heraus, was man damit anfangen kann. Wir essen es. Jetzt. Aber das mache ich tatsächlich. Mache ich das jetzt? Gehen wir nochmal zurück? Ja, komm. Was kostet die Welt? Ich will wissen, was das Ding kann. Wenn es hilft, die Cat zu zernichten, dann haben wir ein Problem weniger, ne? Das ist ja auch gut. Ich habe euch doch schon vorhin alle weggeballert. Die kommen wieder. Okay. Was ist denn das? Hier gab es einst jede Menge kluge Leute. Und wir sind ihre Nachfolger. Beständigkeit ist mehr als nur ein Name. Es ist jetzt unsere Pflicht. Halten Sie die Augen nach allem offen, was ruht. Was zum... Pathfinder. Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. Er wurde nicht erschossen. Er wurde einfach totgeprügelt. Und wir wissen auch von was. Von einem West, großen... Walter M. Haben Sie das mitbekommen, Lexi? Ja, Pathfinder. Ich habe die Unterlagen aktualisiert. Gut. Gehen wir zur Forschungsstation. Mal sehen, was... Dieses Gerät ist vor allem deshalb wertvoll, weil es nicht in der Initiative unter umgeht. Wenn man das anpasst, dann fällt man sein Gerät überspringen. Entwicklungsführung. Okay. Ja. Gut. Wenn das hilft. Hier können wir nichts weitermachen, ne? Nee. Okay. Dann haben wir auch das erledigt. Und können uns... Ich spüre eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Was? Achso, weil wir hier draußen sind. Ja. Und deswegen geht es jetzt in die Mitte. Das schauen wir uns doch mal an. So, und um dorthin zu kommen, müssen wir einmal hier außen rum. Sichere Bedingungen. Ja, ja. Zack. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Kennen Sie irgendwelche turianischen Taktiken? Ich kannte da mal diesen vernarbten Söldner, der einige gute... Sie sind nicht interessiert. Es ist nur... Ich habe die Taktiken von tausendjährigen Feldzügen studiert, Liam. Mann, zu Hause war diese Story ein Knaller. Was haben wir denn hier? Hier muss doch irgendwas sein. Hallo? Guck mal da drüben. Ein Behälter. Wirklich, nur für einen Behälter habt ihr das dahin gebaut. Oi, Leute. Das ist nicht sehr effizient. Oh, hier ist noch einer. Ja, nehme ich auch. Kommen wir hier rein? Nee. Okay. Gehen wir wieder zurück. Und fahren wir endlich dorthin. Entschuldigung, es ist alles so wunderschön hier. Ich will das alles erkunden und kennenlernen. Für all die Geheimnisse haben. Die sie können. Ich wette, da drin sind Cat. Aber gerade einen Schatten, oder? Wir haben Ziele! Das ist was Unsichtbares. Lass mir in Ruhe, Junge. Sag mal, warum bist du so sauer?
So. Erledigt. Gucken wir uns das doch mal an. Da, was kommt aus dem See? Die Tank ist auch unterirdisch? Mal sehen. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Wer ist denn das da drüben? Phoebe? Nee. Wow, Alter, wie geil ist das denn? Bildet sich eine Brücke. Sieht stabil aus. Falls nicht, müssen wir schwimmen. Oh. Ich frage mich eher, was hier los ist. Ist da gerade jemand langgelaufen? Ah, hier unten. Bist du's, Phoebe? Das ist es. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Gucken wir mal, ob wir die Tür aufkriegen. Wie? Okay. Cool. Ja, das habe ich alles. Das. Ach, wir können das Auto anpassen. Wer will denn sowas? Platin? Das sieht gut aus. Tabula rasa. Also wir können das Auto anpassen. Sehr schön, sehr wichtig. Vor allem für den Ort, in den wir jetzt gehen. Sie sieht gerade aus wie Ellen Ripley. Nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr Pathfinder-Ding. Oh, Sie sind gut. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Wie tief es da wohl runtergeht. Ein Stein! Der Luftdruck okay. Kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Phoebe. Das hier ist der Vordereingang. Was haben... Na los, Pathfinder! Hey! Okay. Ich hätte mich da oben gerne noch ein bisschen umgesehen. Aber geil. Gravitation. Die schaffen es also, die Gravitation zu beeinflussen. Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Na, was haben wir denn hier? Ich weiß es nicht. Bunker aus oder ein Gewölbe. Wie Sie es auch nennen. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Ach du Scheiße. Das könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Ach du Scheiße. War nicht das, wonach wir suchen. Aber wir sollten es trotzdem erfassen. Ja. Ich gebe Ihnen Deckung. Da. Sehen Sie das? Sieht wie ein defektes Infodisplay aus. Haben Sie was entdeckt? Die gesamte Technologie hier ist mit Element Zero durchsetzt. Stellen Sie sich nur vor, welche technischen Fähigkeiten dafür nötig sind. Ich denke, dieser Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Dann haben wir einen Ausgang. Ist das Feuer? Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Nicht, bis wir die Steuerung für den Atmosphärenwandler gefunden haben. Es hat gerade so ein bisschen was von wegen hier Feuerzeugs, das da rumwandelt, und Eiszeug. Also, das würde man... Kein Anzeichen von irgendwelchen Ketten. Vielleicht kommen sie nicht in das Gewölbe rein. Sie aber schon. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich Glückspilz. Ja. Oh, hier unten ist nix. Okay. Hat sich zumindest die Frage auch erledigt. Beziehungsweise erübrigt. Da
Was haben wir denn hier? Weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Eine Energiekonsole. Na ja, gut. Das ist ja mal interessant. Deswegen drücke ich jetzt den Knopf. Der Energiefluss ist minimal. Ich bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Pathfinder, unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Okay. Ich sehe die Leitung, Sir. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Sie führt aus dem Raum. Oh, Behälter. Den habe ich übersehen. Nehme ich. Naja, wenn die Relikte es nicht benutzen. Ja. Da ist der Stein, den sie runtergetreten haben. Er ist heil hier angekommen. Das ist schon interessant. Was ist das hier? Extra Plattform.